Die Taste gefunden? Nee, noch nicht. Ich guck aber, was steckst. Ich weiß, dass es eine Taste war, weil ich hatte das ja auch und hab's ja gelöst bekommen. So muss man einfach nur abwarten, bis ich diese Taste finde. Ah, G, glaube ich, oder? Das G? Die G-Taste ist es. Ach, ja. Oh, ja. Dann kannst du dich jetzt umdrehen, dann bekommst du jetzt... Werkbar. Deswegen sage ich gechillt. Man kann alles rausfinden. Hätte auch so eine Option nachgucken können, aber ich drücke dann lieber die Tasten durch. Aber man weiß ja nicht, wie die Option unbedingt heißt. Schön, alles relativ mückenfrei. Ist auch mal was. Nein! Nein! Das ist die Chance zerstört. Ich bin so drin, das letzte Touristen. Nein! Nein! Ich muss hier alles da rein machen. Du bist so leise, meine Güte. Das ist doch das Schöne mit meinem Mikro. Ich war sonst immer viel zu laut. Ich dachte so, kann dieser Penner nicht endlich mal sein blödes Mull halten? Dein blödes Mull. Ich muss Holz holen, um weitere Schränke zu machen. Ich muss dir mal sagen, gerade noch bei älteren Videos. Also ich habe gemerkt auch mit dem Mikrofon, dass mein Bass nicht mehr so stark ist bei dir. Also auch gut so. Ey, weil dieser Bass war schon manchmal zum Teil schlimm in meiner Stimme. Kriegt er immer Krisen. Hat er immer Krisen bekommen. Ich so, boah, Alter, was macht ein Skype da für einen Bass rein? So viel Bass habe ich nicht mal in der Stimme. Skype dann so, ach, ist mir egal, ich mach dir so viel Bass. Ich muss Rohmetall besorgen. Das ist das andere Problem jetzt. Ich brauche Rohmetall. Ich kann man schon alles hinkriegen. Ich muss mir nur mal die Map angucken und vielleicht mal gucken, wo ich Metall herkriege. Ein Stein am Wasser. Wo kriegst du das her? Was ich mich eher frage, ist, wie schnell sinken die? Wie viel können die tragen? Meiner kann jetzt gerade gar nichts rein, weil das mein Vieh ist, wo ich jetzt gerade die ganze Zeit rumhandiere. Ja. Mit dem Bronto könnte ich theoretisch rüber. Auch wenn ich einen Sattel hätte. Ja, du kannst sein, du hast keinen Sattel. Aber ich kann mir einen machen, warum nicht? Sollte ja irgendwie möglich sein. Was? Guck mal, was ich jetzt im Schrank gemacht habe. Hier einfach mal rausgucken. Die Nummer festlegen. Ich hab den Schrank in der Wand. Oh, ich mach eine PIN-Nummer, mit der du den Schrank nie mehr wieder öffnen kannst. Nein. Hey, das ist Cheating.
Ich habe vergessen, wie nervig es sein kann, wenn man an einem Wasserfall wohnt. Was meinst du mit nervig? Das Wasser geht nicht. Muss ich mich doch beruhigen, die ganze Zeit. Ich beruhige mich selber. Ich glaube, dich beruhigt es auf eine andere Art und Weise. Es beruhigt dich so sehr, dass alles schon in Brodeln kommt. Brauchst du sowieso keine Fackel? Ja, ich auch nicht. Ich habe ja meine Wunderkerze. Ich habe Gamma. Ich habe keine Wunderkerze. Hast du keine Fackel? Ich habe eine Gamma. Ich habe was Besseres, eine Wunderkerze. Ich habe Gamma! Kannst gleich gucken, was du davon hast, dass du Gamma hast. Jetzt laufe ich durch das Haus und werde runterspringen. Ja, dann mach doch. Tschüss. Tschüss, Verrückter. Tschüss. Ich muss mir wiedersehen. Immer dieses selbe Wasser, Alter. Ich beschwer, dass ich wieder Wasser ziehe, aber. Ja. Stimmt, das wäre auch noch möglich. Nee. Ist doch nicht. Das hätte ich einfach, wenn der Iguanodon von Kretter genügend haben könnte, hätte ich ihren Iguanodon genommen, aber der kann da nicht, also lass ich's. Ja, vor allem, das ist ihrer. Ich weiß, aber ich hätte ihn ja zurückgebracht. Es wäre ja nur einmal Eisen abholen gewesen. Ich bin scheiße, ich brauche keine Sau. Das brauche ich nicht. Ja. Da, 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 da. Wir gehen Holz holen, Holz holen, Holz holen. Wir gehen Holz holen. Ich habe gerade gesehen, wie spät wir eigentlich haben. Jetzt haben wir 1 Uhr. Scheiße. Warum Scheiße? Jetzt ist mir schon so lange arg. Oh, Kretok hat diesmal länger gemacht, aber sie hat ja gesagt, sie macht so lange, bis sie... Oh. Bis sie tot umkommt. Genau. Von Müdigkeit. Na gut, tot umgefallen ist sie nicht, aber... Ja. Nachts kann man am besten noch hier rennen, ey. Belichtet. So.
mein kleiner Iguanodon. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Und dann noch mal eins, zwei, drei, vier. Problem ohne die anderen Sachen kann ich das nicht misshandeln. Ich bin ein bisschen dauern, ich merke, das Gamma ist einfach zu hell. Drei reicht auch. Fliegt ja die Ömmel weg. Nebel auch noch. Ach du Scheiße. Ich dachte schon, Miro steht hier drin. Das war aber nur was anderes. Ja, ein Phantom aus Corpse Party. In der Heavenly Host Academy. Hilfe. Leider, es wird zu dunkel. Ich bin bald. Ah, ja, Miro ist versoffen für ewig, in alle Ewigkeiten. Ja, wenn es die Heavenly Host Academy wäre, würde ich mich für immer verirren. Das wäre minimal beknackt. Miro! Ja? Wir benutzen zwei Zimmern für uns, ne? Also, wir schlafen alle in mir, zwei schlafen in einem Bett. Hast du beschlossen? Okay. Ist dann zu viel für dich? Ich weiß ja nicht, ob noch einer mit reinkommen will, weißt du? Ja, schlafen wir, das ist so besser. Oh. Wir schlafen ja sowieso nicht in dem Spiel, also es ist ja eh nicht schlimm. Du, das schlafen sie mal. Ja, du weißt aber, was ich meine. Ja, ich guck gerade nach Beta wieder mal. Natürlich, mir fehlt mir schon wieder, wie immer, Holz. Oh, ich eben Holz holen, dann werde ich glücklich. Spawn wieder Bäume langs. Jetzt habe ich wieder Durst. Und ich sehe ein Problem. Ich pfeife euch mal neutral. Da vorne so ein behämmerter Raptor rumrennt. Wenn ich keine Lust habe, dass der hier die Gaudi macht. Ach Mann. Eins, zwei, zwei Bretter sind gemacht. Mache ich noch einen Schrank. Oh, sind die Bretter hier? Hast du jetzt gepfiffen? Ja. Gut. So, jetzt war der Wind.
Ja, das ist der Wind. Der Wind von mir und Oshi. Mich dumm im Bett zu wohnen. Hätte ich mich eher darum mal gekümmert, erst mal die Wand zu ziehen. Tja. Im Nachhinein weiß man noch mehr. Hast du den Iguanodon getamed oder wie? Ja. Ich bin der Hoffnung, dass er vielleicht ein Buggler ist. Ich hoffe, die Macht des Bugs ist mit ihm. Die Macht des Bugs. Aber ich sollte mir auch noch eine Spitzhacke nehmen. Oh, bitte sei ein Wasserbuggler. Elli. Auf geht's. In der Hoffnung, dass du Wasserbug benutzen kannst. Perfekt. Perfekt. Ich höre, hast du es geschafft, dass sie ein Wasserbug nutzt? Yep. Hallo, alte, bekannte Insel. Ich komme zu dir wieder zurück. Bist du? Ach, da bin ich hier noch erst. Ja, dann haben wir das gemacht. Das ist, unser Zimmer steht jetzt
auch. Jedenfalls der Ansatz steht davon. Also langsam merke ich, dass wieder Ark eine Zeit lang läuft. Hä? Es ist wirklich. Langsam merke ich, dass Ark eine Zeit lang auf meinem PC läuft. Weil irgendwann fängt er an, irgendwann rumzuruckeln. Immer irgendwann. Ich wollte das länger ausgehalten. Das ist ja manchmal eine Pussy. Wanderung hätte ich fast umgebracht. Das hättest du schon nie fast umgebracht, Miro. Aber es ist nicht gestorben. Ich weiß nicht, sehr oft bei dieser Situation angelangt bin, aber trotzdem. Ach, die friedliche Insel. Hallöchen, friedliche Pflanzenfresserinsel. Das so aus. Und jetzt lager ich alles um. Gib mal das faule Fleisch her. Ich rufe mal die anderen nach oben. Pronto, was tust du? Pronto! Was ist mit dem Pronto? Er wollte wieder einen Wasserfall erklimmen, aber der war aber jetzt wirklich zu hoch für ihn. Baumkeks, du bist unmöglich. Selten hier oben, das ist nämlich gut. Dann kann ich nämlich gleich alles ausladen. Und da liegt Wanne dann auf der verlassenen Insel. Aua, ist mir egal. Aua, ist mir egal. Aua. Ach, Level 8. Unser Haus. In der Brücke. Jetzt bekommst du so gesehen Rohmetall. Das dann gleich aus dem Ofen rausfischen, wenn ich es gleich in den Ofen schmeiß. Ich komme ja gerade erst. Na, ich lauf eh hier rum und. Ja, ich weiß, ja, ich wollte dir bloß so sagen, weil du sahst vielleicht so aus, als ob du ins Haus gehen könntest, um schon nachzugucken. Hat jemand von euch faules Blei? Faules Meat? Hat jemand das? Hast du Narkotika? Ja, hast du Narkotika Berries? Hast du? So, du hast keine Narkotika Berries. Dich nehme ich mal auf die Schulter gleich, weil du. Ich bin einfach auf Fleisch, meine Junge. Schulter hin. Vom Fleisch.
Found Splash. Ich habe nicht Narkotika gelernt, ich bin schlau. Komm, nichts zu essen. Da gebe ich dir Essen, Baumkeks. Für mich sieht es nicht gerade gut aus, ich muss essen. Ich bin immer noch so schwer. Was hat mich denn jetzt hier nochmal so schwer gemacht? Gold ist wieder. So. Baumkeks kriegt jetzt Essen. Ich sehe mein Lastentier. Ja, klar, das ist jetzt immer zu schwer weg. So, Bieren haben wir für die jetzige Zeit genug. Ja, Baumkekse, ich weiß, du bist jetzt wieder voll mit Keksen. Ich. Ups, das ist mir. Wie sieht es mit euch kleinen Kerlchen aus? Ja. Bin ja gleich auch schon mal fressen. Ja, Pedro macht's tatsächlich so fressen. Doch dort zu essen. Hm. Ah. Miro, warum stehst du da eigentlich rum? Ich muss da alles wegbringen. Also im Sinne von. Von ja. Ich hab ein bisschen was wegmachen müssen. Und rumsortieren vor allen Dingen, weil mein Inventar ist mir auch ein bisschen aus dem Dreck fliegt.